Karin, was ist denn? Ich muss für ein, zwei Tage ins Krankenhaus. Karin? Ich habe da wohl so etwas wie eine Wucherung an der Gebärmutter und das wollen die sich jetzt ansehen. Wann? Heute Nachmittag. Und du musst den Hund füttern. Ja. Ja, natürlich. Deswegen wolltest du mich sehen. Was hat der Arzt genau gesagt? Dass das vermutlich auch das Problem war mit dem Schwangerwerden. Du hast solches Glück, Laura. Ja. Aber wenigstens wird jetzt etwas dagegen unternommen. Ja, wenigstens wird jetzt etwas dagegen unternommen. Ja, stimmt. Und ich habe auch keine Angst. Warum sollte ich Angst haben? Nein, es liegt ja nicht in deiner Hand. Es ist es. Es liegt in der Hand von irgendeinem Arzt, den ich noch nicht einmal kenne. Irgendein Chirurg, der vielleicht am Ende noch mehr trinkt als Robert. Oh, Karin. Ich mache mir Sorgen um Robert. Komm her. Mir geht es gut, wirklich. Ich weiß. Ich mache mir nur eben Sorgen um Robert. Du weißt, er kann damit nicht umgehen. Hier geht's nicht um ihn. Vergiss Robert einfach mal. Also, du weißt Bescheid. Abends eine halbe Dose. Und Wasser muss natürlich immer genug dastehen. Morgens kann ihn dann Robert füttern. Tut mir leid. Was? Was tut dir leid? Karin, es wird alles gut gehen. Ja. Natürlich. Thank you.